Glaubst du, es ist ein gefährlicher Wachhund? Ja. Au. Hallo, Dall! Wenn er nervös ist, dann pudert er Füße. Er begattet Füße, wenn er nervös ist. Ja, da war es nicht immer so ein bisschen Hoffnung, dass er jetzt an. Oh, jetzt begattet. Ja, und er begattet. Er ist so aufgeregt. Ja. Warum aber immer nur dich, dieser? Ich weiß nicht, ob man das echt auf die Nervosität schieben kann. You, das juckt für die. Oh, so leto. Glaubst du, er wäre schlauer, wenn du normal mit ihm reden würdest? Leon hat sich sein ganzes Leben lang schon gewünscht, dass ihm jemand ein Bild malt. Und Michelle hat es jetzt vollbracht. Okay, you ready? Jetzt ist es nur so ein kleines Bild. Das Gold ist 24 Karat Echtgold. Nein. Jetzt wärst du heimlich immer, wenn du schläfst, zu kratzen. Ich kratze immer heimlich ab. Können wir mal kurz drüber reden, dass er sich so ein Bild organisiert hat und dann solche Socken trägt? Oh. Du hast extra eine Schutzschicht, dass man das jetzt anfassen kann. Echt? Ja. Vor allem so die Wer ist das hier? Tatsächlich weiß ich das nicht. Wer hat denn einfach ein Bild von irgendeiner Oma bei sich rumstehen und weiß nicht, wer es ist? Das ist wie das Bild von mir von 1912. Es gibt ein virales altes Bild, wo eine aussieht wie Harry Potter und direkt dahinter steht eine mit Haaren, die aussehen wie ein Hut und die sieht aus wie ich. Hello, boy. Es gibt krasse Neuigkeiten, aber die kann ich euch nicht alleine sagen. Leon! Wir haben Nachwuchs in der Vlog-Hütte. Es kommt eine Mitbewohnerin. Das ist Anna McLean oder Anna MC Lean oder Anna M. Clean. Willkommen in der Vlog-Hütte. Danke. Das ist Malenchi am Kloboden. Man gewöhnt sich wirklich an alles. Wow. Ja. Das ist das Gästezimmer. Kannst du jederzeit Leute einladen? Ja, kannst du jederzeit Leute einladen. Das ist die Puppenwand. Ja, ich spiele gerne mit Puppen, oder? Leon hat früher mit Puppen gespielt. Halt's Maul, du hast doch früher mit Puppen gespielt. Ja, es ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm, dass du früher mit Puppen gespielt hast. Ich habe mit Puppen gespielt. Spielst du heute mit Puppen? Ich habe keine Puppen. Hallo. Und? Hast du dich schön eingelebt? Ja, eingelebt würde ich noch nicht sagen. Ja, ist ja alles noch leer. Da kommt ja noch Stimmung rein. Das glaube ich auch. Ja, ich mach das. Wir machen das, Leon. Komm. Es ist perfekt. Kannst du es glauben, dass sowas vom Wolf abstammt? Stammt dein Hund vom Wolf ab? Hä? Hä? Das ist jetzt ein Scherz. Ja. Wo sollen denn Hunde herkommen? Hast du mal kommen Wind? Wir her? Vom Affen? Ja. Das wussten sie jetzt wahrscheinlich nicht. Vielleicht werden wir ja irgendwann zum Wolf und der Wolf wird dann irgendwann zum Hund. Oh mein Gott, der Hund ist eigentlich über uns schon. Ja, boah. Der ist schon weiter. Ja, deswegen eigentlich ist also noch viel schlauer. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, funktioniert nicht alles, was wir in den Vlogs planen. Die folgende Idee zum Beispiel hat nicht funktioniert, aber es war irgendwie funny, also zeige ich euch trotzdem. Ah. Wenn ich Frauenarzt bin, aber kein Budget habe. Das wird dann so um den Mund herumgeklemmt und dann fuhlt sich rein. Also man macht sich so das gegen den Mund, ja. Und dann hat man Wasser im Mund und die andere Person hat das so hinten im T-Shirt. Nein. Zwei Bauarbeiter stehen am Gerüst, der eine fällt runter, der andere ist Franz. Sorry. Ich kann nicht auf Knopfdruck lustig sein. Ab heute ist das allerletzte Monat von Leon und meiner Fitness-Challenge. Zwei Männer, eine Mission. Findest du, bin ich schon fitter? Mit I. Nein, du bist dünner. Danke. Mit N oder mit M? Dümmer. Einige haben es vielleicht schon im letzten Vlog gesehen, aber wir haben jetzt Vlog-Hütten-Merch. Und während ihr den Link in der Beschreibung sucht, hier ein kleiner Werbesong. Das loop ich jetzt und jetzt singen wir weiter. Okay. Wir haben Merch, Baby. Du musst die nächste Zeit. Oh my goodness, geiler Scheiß. Weißt du, wie viel der Hoodie kostet? Das ist eine magische Zahl. Ja. 69. Ja. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und zwei Drittel der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert und die werden so einiges verpassen. Machst du dir gerade einen Midnight-Snack? Mhm. Burgerlicious definition, make them boys go loco. Okay. Ja, der war wichtig. Der Boden knackt hier.